Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Ich backe heute einen veganen Schokokuchen ohne Eier, Butter und Milch. Der wird super saftig, braucht extrem wenige Zutaten und schmeckt bestimmt nicht nur Veganern. Er ist auch perfekt für alle, die total Lust auf Schokokuchen haben, aber so gut wie keine Zutaten daheim. Viel Spaß damit! Für den Kuchen braucht ihr zum einen Essig, Wasser und Öl. Ich nehme da am liebsten Kokosöl. Es gehen aber natürlich auch Sonnenblumenöl, Rapsöl und so weiter. Die ganzen flüssigen Zutaten werden als erstes kurz mit der Küchenmaschine verquirlt. In einer zweiten Schüssel mixe ich dann die trockenen Zutaten, also Mehl, Natron, Backpulver, Kakao und Zucker. Ich habe diesmal Rohrzucker mit echter Vanille und Tonkabohne verwendet, aber es tut natürlich auch ganz normaler weißer Zucker. Die trockenen Zutaten verrühre ich einfach kurz und gebe sie dann zu den flüssigen Zutaten mit in die Schüssel. Den Teig solltet ihr am besten nur ganz kurz verrühren. Wichtig, er bleibt relativ flüssig, ist also nicht ganz so cremig wie normaler Rührteig. Der Kuchen wird dann in einer kleinen Springform bei 175 Grad ungefähr 35 bis 40 Minuten gebacken. Ihr seht, er geht eigentlich auch richtig schön auf, obwohl weder Eier noch Butter drin stecken. Am Schluss gebe ich gern noch Schokolade über den Kuchen und streue ein paar Schokostreusel drüber. Mit denen schmeckt nämlich alles besser. So, und fertig ist der Schokokuchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ja, abonniert doch auch unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Rezepte mehr. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch schmecken. Tschüss!